14.30 Uhr begrüße ich euch zu unserer Spieltagspressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den SC Verl am Sonntag. Günter Gorenzel neben mir begrüße ich und dann darf ich gleich um eure Fragen bitten, auch wenn ich davon ausgehe, dass sich die erste nicht um den Sportclub Verl handeln wird. Wer möchte beginnen? Ruben, bitte. Herr Gorenzel, die Frage können Sie sich denken, was können Sie uns über den gestrigen Abend und die Sitzung sagen? Gut, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass es eine gewisse Tendenz gibt, dass es eine Vorstellung seitens der Geschäftsführung gibt, eine Wunschvorstellung. Und damit wir die umsetzen können, gewisse rechtliche Voraussetzungen, gewisse rechtliche Gegebenheiten noch geschaffen werden müssen und Details geklärt werden müssen, damit eben ja, diese Vorstellung auch umgesetzt werden kann. Wann ist damit zu rechnen? Ist schwer abzuschätzen. Wie gesagt, es sind gewisse Voraussetzungen noch dafür zu schaffen und gewisse Details noch zu klären. Und erst wenn diese Details geklärt sind, dann kann man in Wahrheit ja zur Entscheidung ganz einfach zum Vollzug überschreiten. Dann Oliver Griss, bitte. Gorenzel, warum müssen eigentlich diese Voraussetzungen geschaffen werden? Also prinzipiell ist ja Geschäftsführung, sollte ja einen Puffer haben, wenn es um die Finanzen geht. Sie sind ja der Sportpart, Marc Pfeiffer ist der finanzielle Part bei 60 München. Also wie kann man sich das vorstellen? Ihr habt ein gewisses Budget zur Verfügung, sagen wir mal jetzt die Summe 100. Ja? Und wenn die Summe 100 erreicht ist, dann kann man es nicht, ist halt Ende. Und wo kommt das Geld jetzt her, das ihr theoretisch wieder zur Verfügung habt? Gut, ich werde jetzt keine Details bekannt geben, wo Geld herkommt. Fakt ist aber, dass natürlich jede Geschäftsführung an eine gewisse Geschäftsordnung gebunden ist. Das ist in jeder Firma so. Und es heißt ja nicht nur, dass wir jetzt intern gewisse rechtliche Dinge noch ganz einfach klären müssen und gewisse Beschlüsse fassen müssen, sondern es gilt ja auch ganz einfach im Gegenüber. Es sind ja da zwei Verhandlungspartner im Prinzip involviert. Das ist einerseits 1860 und auf der anderen Seite ja die Trainerpersonalie. Und da gilt es ganz einfach, gewisse Details noch zu klären. Und wenn es gewisse Tendenzen gibt und gewisse Dinge in der Öffentlichkeit ganz einfach kursieren, heißt das noch lange nicht, dass diese Details alle geklärt sind. Dann wechseln wir rüber zu Uli, danach wieder Uli. Also es ist jetzt kein Geheimnis mehr, dass Achim Beierlorz offenbar der Wunschkandidat ist. Meine Frage wäre, ist er denn der Wunschkandidat aller Beteiligten? Also was ich ganz einfach von mir geben kann, was Ihre Frage konkret anbelangt, ist, dass es eine sehr, sehr konstruktive Sitzung gegeben hat. Ja? Und wir an einer gemeinschaftlichen Lösung arbeiten und es eine ganz klare Vorstellung von Seiten der Geschäftsführung in dieser ganz einfach Personalie gibt. Und inwieweit dann hier die Gegebenheiten gegeben sein werden, damit ich diese auch umsetzen werden kann, das wird man sehen. Oliver? Herr Gorenzel, waren Sie überrascht, dass Ihre Trainerliste gespiegelt wurde in den letzten Tagen? Gut, Fakt ist, dass diese Dinge, wenn Dinge in die Öffentlichkeit kommen, immer wieder ganz einfach Verhandlungen erschweren. Und ich sage es ganz offen, seit Wochen lese ich nichts. Und von dem her weiß ich auch nicht genau, was vier Namen wiedergegeben wurden und ob das 1:1 die Trainerliste war oder ob die Trefferquote hoch oder niedrig war. Fakt ist natürlich auch, egal, unabhängig davon, wenn Dinge an die Öffentlichkeit kommen und Namen konkret an die Öffentlichkeit kommen, das natürlich auch die Gespräche erschwert in der operativen Umsetzung. Aber wir wissen ja, Sie lesen ja eigentlich trotzdem alles, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie diese Trainerliste jetzt nicht durchgegangen sind, weil es ist ja schon was jetzt nicht so oft vorkommt im Fußball. Also ich lese nichts. Das Einzige, was ich lese, ist, was mir zugespielt wird dann in der Geschäftsführung, was wir in der Geschäftsführung dann einfach dann abstimmen müssen von der Kommunikation und mit den Mitarbeitern der Pressestelle abstimmen müssen. Aber ich lese nichts. Das ist ganz einfach, es ist Fakt. Und deswegen weiß ich nicht, was 1:1 in den Medien gestanden ist. Aber unabhängig davon, jeder Name, der in der Öffentlichkeit steht, erschwert natürlich dann auch, wenn du mit dem Herrn sprichst, dass du ganz einfach vertrauensvolle Gespräche führen kannst und auch wirklich in Details dann zu einem Vollzug kommen kannst. Aber Herr Gorenzel, Sie haben doch letzte Woche selber ausgedruckte Artikel mitgebracht, markierte Artikel, da können Sie mir doch nicht erzählen, dass Sie nichts lesen. Diese Artikel wurden mir zugespielt und diese Artikel ganz einfach, die haben wir dann auch ganz einfach gezielt gesucht. Aber ich lese nichts, das ist ganz einfach Fakt. Können Sie denn schon bestätigen, dass Sie am Sonntag gegen Verl als Interimstrainer auf der Bank sitzen gegen SC Verl? Das kann ich bestätigen, ja. Dann gleich anschließend an das Ganze, was macht die Mannschaft für einen Eindruck auf Sie? Ich habe ein paar Trainingseinheiten auch beobachtet und Sie sind ja ab und zu auch sehr laut geworden, haben
die freien Tage gestrichen gehabt. Das ist ja ein klarer Indiz, dass sie selber auch nicht zufrieden sind mit den Leistungen der letzten Wochen. Ja, Fakt ist, dass momentan in der momentanen Situation ja eine klare Ansprache erforderlich ist. Und da muss man auch das eine oder andere Mal etwas lauter und klarer werden im Training. Ich bin der Meinung, dass das die Mannschaft momentan braucht und speziell, wenn es ein gewisses Verhalten gibt, das im Vorab konkret besprochen worden ist und das am Spielfeld dann ja halt in gewissen Situationen wieder auftaucht, dann musst du das ganz einfach klar ansprechen und von dem her, ja, mache ich das. Und wenn Sie konkret die allgemeine Situation ansprechen, dann ist es ganz einfach so, dass ich ja auch nicht natürlich zufrieden war mit dem Auftreten in Meppen. Das heißt, ich erwarte mir da schon, dass wir ganz einfach sowohl physisch als auch psychisch noch mehr in die Waagschale werfen, mehr Intensität auf den Platz bringen. Mit physisch meine ich jetzt nicht nur laufen, kämpfen und fighten, sondern deswegen sage ich auch psychisch mehr in die Waagschale werfen, dass sich die Jungs auch mehr zutrauen, sich mehr freilaufen, mehr Optionen bieten, sich gegenseitig mehr unterstützen und in Summe ganz einfach daraus ein intensiveres Spiel ganz einfach sich entwickelt. Und das sind eben mehrere Dinge, die wir ganz klar angesprochen haben. Und das erwarte ich mir, dass diese Intensität und diese Umsetzung jetzt auch am Sonntag ganz einfach den nächsten Schritt ganz einfach zeigt. Bei einem Trainerwechsel erwartet man sich eigentlich auch, dass es einen gewissen Effekt hat. Und wenn man jetzt in die Gesichter der Spieler blickt, habe ich dieses Gefühl nicht. Was haben Sie für ein Gefühl? Ja gut, wenn wir das aufdröseln, dann ist natürlich klar, dass wir aus meiner Sicht über 90 Minuten ein sehr, sehr kontrolliertes Spiel in Oldenburg gemacht haben, wo vieles aufgegangen ist, was wir uns vorgenommen haben. Und dann bekommst du ja diesen sprichwörtlichen Nackenschlag in der Nachspielzeit durch ein sehr, sehr unglückliches Tor, begünstigt durch den Wind. Und dann, ja, da ist in den Köpfen der Spieler ganz einfach wieder zu rattern begonnen hat, das hat man gesehen in der Nachspielzeit, und du dann vollkommen unnötig in 3 Minuten ganz einfach 2 Tore eingeschenkt bekommst. Und das macht natürlich mit der Mannschaft etwas. Und diese Dinge haben wir angesprochen. Und dass du dann in Meppen auch nicht mit der breiten Brust auftrittst, wo du ganz einfach auch versuchst, die Jungs in diese Richtung ganz einfach mitzunehmen, ist auch klar. Nur Fakt ist, was mir ganz einfach dann in Meppen gefehlt hat, war wirklich, dass du physisch und vor allem auch von der Überzeugung, aber vor allen Dingen auch physisch mehr in die Waagschale werfen musst. Und da geht es mir nicht nur darum, ein Freilaufverhalten und das gegenseitige Unterstützen, sondern es geht mir auch darum, ganz einfach die Situation noch mehr anzunehmen. Und das fehlt. Und das ist entscheidend, dass das zurückkommt, denn nur wenn du ganz einfach 100% präsent bist am Platz, dann kannst du enge Spiele entscheiden. Und heutzutage ist in der dritten Liga jedes Spiel sehr, sehr eng. Und entscheidend ist, wie gesagt, dass du diese Voraussetzungen am Platz bringst und danach wieder ganz einfach erst zu deinen spielerischen Möglichkeiten findest und nicht umgekehrt. Trotzdem muss man sagen, Herr Gorenzel, Sie haben ja einen der wichtigsten Spieler, einer der wichtigsten Herzspieler von 60 München, Jannik Deichmann, auf der Bank belassen. Damit haben Sie ja auch ein Signal an die Mannschaft gegeben. Jannik Deichmann war die Woche zuvor gesperrt und aus meiner Sicht haben sie im zentralen Mittelfeld in Oldenburg ganz einfach Quirin Moll und Tim Rieder gut gemacht. Und aufgrund dessen wollte ich dort auf der Position im zentralen Mittelfeld nichts verändern. Dann Christoph. Ja, Herr Gorenzel, was ist denn Ihre Meinung dazu? Warum hat die Mannschaft in den ersten Wochen dieser Saison am besten gespielt? Was war da anders und was ist Ihrer Meinung nach seitdem passiert? Ja, weil sie zu dem Zeitpunkt ganz einfach noch befreiter aufspielen haben können. Ja. Befreiter aufspielen haben können, frei von der Leber weggespielt haben. Jeder wirklich nicht mit sich selber beschäftigt war. Und momentan, in der jetzigen Situation, ist es so, dass die Spieler zu viel mit sich selber beschäftigt sind, mit der eigenen Situation. Und aus dem Schneckenhaus musst du aber heraus. Du musst dich der Situation stellen und darfst dich nicht zu sehr mit deiner eigenen Situation ganz einfach beschäftigen. Und das ist aus meiner Sicht im Wesentlichen der Unterschied. Und danach ist es dann sehr, sehr gut gelaufen. Und dann haben die Jungs gewisse Prozesse, das habe ich ja schon öfters von mir gegeben, gewisse Prozesse und gewisse Momente unterschätzt. Und im Fußball ist der Grat brutal schmal zwischen gewisse Dinge unterschätzen, ja, und in eine gewisse Verunsicherung zu kommen und sich dann in sein Schneckenhaus zurückzuziehen. Und genau diesen Mechanismus musst du wieder umkehren. Aber wenn ich den Saisonverlauf so sehe, dann sage ich noch einmal, am Anfang wurde befreit aufgespielt, dann waren die Erfolge hier, im Moment des Erfolges wurden gewisse Dinge ganz einfach unterschätzt. Und danach, wenn die Erfolge nicht so da sind, wurde eben ganz einfach relativ rasch ganz einfach Verunsicherung breit. Und jetzt gilt es, die Jungs da rauszuholen.
Was wurde genau unterschätzt und wann ging es Ihrer Meinung nach los, dass Sie sich zu sehr mit sich selber beschäftigen? Ja, das war schon im Herbst zu sehen. Also das ist genau der Prozess, den ich ja jetzt beschreibe, dass du zuerst die Basics auf den Platz bringen musst, dass da zuerst Fußball gearbeitet werden muss, dass wirklich von Montag bis Sonntag gearbeitet werden muss und du gewisse Dinge nicht unterschätzt und gewisse Dinge ganz einfach etwas lockerer nimmst. Und eine gewisse Lockerheit, ein gewisses Selbstverständnis entsteht natürlich im Erfolg oder im Moment des Erfolges. Ja? Aber du musst da trotzdem in gewissen Dingen sehr, sehr klar bleiben und darfst nie die Basics verlieren und darfst nie das Fußballarbeiten verlieren. Und das ist bis zu einem gewissen Grad ganz einfach passiert. Dann Ruben. Wie geht es Ihnen eigentlich mit der Situation? Es prasselt viel auf Sie ein, es kommt Kritik und alles Mögliche. Wie geht es Ihnen damit? Ja gut, dass wenn die Ergebnisse in einer gewissen Form nicht gegeben sind, die du dir erwartest, dass dann Kritik einprasselt, das ist normal. Aber noch einmal, ich lese nicht seit Wochen und deswegen weiß ich nicht genau, was geschrieben wird, aber ich kann es mir schon ungefähr vorstellen. Und dass Kritik geäußert wird in der jetzigen Phase, ist normal. Aber noch einmal, ich fokussiere mich auf das und das ist ja auch entscheidend für die Jungs, was ich beeinflussen kann. Ich kann die Kritik nicht beeinflussen, ich kann gewisse Mechanismen nicht beeinflussen, aber ich kann die tägliche Ansprache an die Jungs beeinflussen und die tägliche Arbeit beeinflussen. Und das ist natürlich sehr, sehr umfangreich in Verbindung in dieser Doppelfunktion. Das war von Anfang an ganz einfach klar. Oliver? Sie sprechen von Unterschätzen oder haben vorhin von Unterschätzen gesprochen. Hatten Sie gedacht, dass Drittliga-Trainer bei 60 so schwer ist? Es hat nichts mit der dritten Liga zu tun. Ein Trainer sein ist sehr, sehr komplex. Und Entscheidungen als Trainer zu fällen sind weder in der dritten Liga, zweiten Liga, ersten Liga, weder in Deutschland, in Russland, in Österreich einfach. Und von dem her ist es vollkommen klar, dass es eine Herausforderung ist, hier ganz einfach die richtigen Entscheidungen zu fällen. Aber Sie wussten ja, was Sie erwartet. Also Sie sagen ja selber immer, Sie sind schon insgesamt 10 Jahre bei 60. Und dass 60 ein schwieriges Umfeld ist, das ist bekannt. Er ist nicht erst seit Ihrer Zeit hier, seit 2006, sondern das war schon vorher so. War in den 90er Jahren so, war in den 2000er Jahren so. Man weiß, auf was man sich einlässt. Und Sie sind quasi jetzt, haben den Stuhl des Sportgeschäftsführers verlassen und führen jetzt eben das Amt des Trainers aus. Und Sie hatten wahrscheinlich auch einen Fokus eben auf die Gegner. Oldenburg, Meppen, da denkt man eigentlich, denke ich mal, als Funktionär, das kann man packen. Ich weiß nicht konkret, was die Frage sein soll, aber überrascht bin ich nicht. Ich bin keinesfalls überrascht in irgendeinem Zusammenhang, weder vom Traineramt noch sonst von 60 noch vom Umfeld. Mir ist vollkommen klar, in was für einer Situation wir sind und habe eine ganz klare Herangehensweise. Das heißt, von was soll ich überrascht gewesen sein? Dann mache ich gleich weiter. Sie haben ja auch ein Ziel ausgegeben vor der Saison, ist ganz klar Aufstieg. Ihr Präsident hat in einem Interview in der Bild-Zeitung gesagt, mehr oder weniger, wir müssen uns jetzt erstmal nach unten fokussieren. Also ich gebe das jetzt nicht wörtlich wieder, sondern gesagt, man muss jetzt erstmal schauen und sich von Spiel zu Spiel denken und dann eben den fünften Platz ins Visier nehmen, die Qualifikation für den DFB-Pokal. Wie sehen Sie das? Jetzt hat der Verein oder die KGA 6 Millionen Euro in das ganze Unternehmen gesteckt. Und wenn man schon im Februar dann mehr oder weniger sagt, das reicht nicht durch die Blume, was glauben Sie oder wie denken Sie darüber? Ja, eines ist einmal vollkommen klar, das ist meine Haltung, dass ich keine Aussagen von Offiziellen des Vereins kommentieren werde oder generell von Angestellten oder von Funktionären. Das ist meine Haltung. Das ist einmal das Erste. Und in dem Punkt, dass man von Spiel zu Spiel schauen muss in der jetzigen Situation, da deckt sich ganz einfach die Aussage, wenn sie Robert Reisinger so getroffen hat, noch einmal, ich habe sie nicht gelesen, dann deckt sich die zu 100%, weil in dem Zusammenhang es momentan sicherlich das Beste ist, sich auf Spieltag zu Spieltag zu konzentrieren. Und das habe ich ja auch vor 10 Tagen bereits gesagt. Dann machen wir weiter beim BR und gehen dann zu Thomas. Herr Gorenzel, Sie haben jetzt schon mehrfach gesagt, Sie haben in den letzten Wochen nichts gelesen, aber haben Sie vielleicht die Instagram-Stories von Herrn Power angeschaut? Also ich habe einen Instagram-Account, weil ich zwei Söhne habe in dem Alter, die mit Social Media aufwachsen und sagen, du brauchst das unbedingt. Aber wer meinen Instagram-Account verfolgt, der weiß, wie aktiv ich auf diesem bin. Das heißt, ich mache ab und zu eine Repost von unserer Presseabteilung. Von dem her lese ich auch auf Social Media nichts. Und ich sage ganz offen, ich habe momentan nicht die Zeit dazu, weil ich von 8 Uhr bis teilweise 9, 22 Uhr am Abend meine Zeit im Büro verbringe und nicht jetzt mit irgendwelchen Social Media-Geschichten. Aber Sie haben schon mitbekommen, was da gelaufen ist? Ich weiß es nicht im Detail, nein. Sie können mich gerne damit konfrontieren, aber dann bin ich bei der gleichen Haltung wie vorhin, dass ich keine Aussagen oder keine Kommentare von Personen vom Umfeld oder von 1860 nach außen hin kommentiere. Das ist für mich eine professionelle Haltung. Aber glauben Sie, dass es nicht... Können wir das Mikro nehmen bitte dann wenigstens? Bringt sowas nicht auch eine gewisse Unruhe in die Mannschaft dann rein?
Gut, dass die jetzige Situation, ja, allgemein die Situation, wie sie ja in den letzten Monaten sich aufgebaut hat, nicht dazu beiträgt, dass die Mannschaft befreit aufspielt, ist selbsterklärend. Ja. Aber noch einmal, und das erwarte ich mir auch ja, von den Jungs. Klar ist es nicht einfach, aber ich erwarte mir, dass jeder aus einem Schneckenhaus herauskommt, ja, und sich auf das fokussiert, was er beeinflussen kann. Und wir können kein Instagram-Post oder keine Ahnung, was gibt es noch, Facebook, was gibt es noch, keine Ahnung, in der heutigen Welt, ja, das können wir nicht beeinflussen. Wir können ganz einfach das, was von außen auf uns einprasselt, nicht beeinflussen, aber wir können den eigenen Wirkungsraum beeinflussen, ja, den eigenen Handlungsspielraum. Und das erwarte ich mir von jedem Einzelnen. Und auf das soll der Fokus liegen, auf dem soll der Fokus liegen und nicht auf Dinge, die rundherum passieren. Weil dann komme ich aus meinem Schneckenhaus und aus meiner, ja, mich mit der Situation zu beschäftigen, nicht heraus. Das ist psychologisch zu 100% klar. Dann Thomas. Herr Gorenzel, Stichwort Lockerheit ist gerade schon gefallen. Sie haben ja die Zügel ein bisschen angezogen zu Beginn der Woche mit zusätzlichen Einheiten, freien Tag gestrichen. Jetzt fordert im Interview der Rainer Maurer, man muss auch Spaß reinbringen. Wie finden Sie die Balance zwischen Spaß, zwischen Lockerheit und auf der anderen Seite dann der Intensität? Ja gut, zu den Trainingseinheiten oder der Anzahl der Trainingseinheiten. Wir haben eben viele Themen zu bearbeiten, wo wir Entwicklungsspielraum nach oben haben. Und wenn du viele Themen zu bearbeiten hast, dann brauchst du einfach mehr Trainingszeit. Dann bin ich auch kein Verfechter unbedingt davon, jetzt 2 Stunden, 2,5 Stunden zu trainieren, außer in der Vorbereitungszeit, sondern kürzere Reize zu setzen. Somit brauchst du dann in Summe mehr Trainingseinheiten. Das heißt, von dem her ist das absolut unter dem Aspekt zu betrachten. Und von der Lockerheit her, aufgrund von gewissen Trainingsinhalten, und wir haben schon auch den einen oder anderen Trainingsinhalt gehabt, wo ganz einfach der Spaß im Vordergrund gestanden ist und nicht immer nur ja, jetzt ganz gezielt gewisse Dinge zu erarbeiten. Oliver? Herr Gorenzel, wenn man mal auf so ein Stimmungsbarometer schaut, in eine Skala von 1 bis 10, wo ist die Stimmungslage momentan bei 60? 10 ist das Höchste. Ja gut, was sich im Umfeld abspielt, dass natürlich hier eine gewisse Enttäuschung da ist mit der Erwartungshaltung, die aufgebaut wurde schon vor der Saison, ist ganz einfach ja zu verstehen. Und ja, das Stimmungsparameter kann ich mir vorstellen bei den Fans, dass es nicht ja, nahe jetzt momentan nach oben ausschlägt, sondern dass es eher nach unten ausschlägt, ist vollkommen klar, weil die letzten Wochen und Monate die Ergebnisse nicht vorhanden waren. Und wenn du ja, mit einer sehr, sehr großen Erwartungshaltung in die Saison gehst, dann schlägt das Pendel natürlich noch schneller nach unten aus und ist die Fallhöhe natürlich auch größer. Aber die Erwartungshaltung haben sie ja selber geschaffen und jetzt ist ja 60 das fünfte Jahr in der dritten Liga. Also 60 soll ja nicht immer in der dritten Liga spielen, sondern möglicherweise auch mal wieder aufsteigen. Also das habt ihr ja selber geschaffen, auch mit diesem Budget von 6 Millionen Euro rund. Gutes Budget, das war die letzten 2 Jahre exakt dasselbe. Ja, exakt dasselbe. Und wenn Sie von einem Budget sprechen, dann ist es mir auch wichtig festzuhalten, dass das gesamte Sportbudget ist. Das heißt, da ist der komplette Staff drinnen, da sind sämtliche Angestellte drinnen und das ist nicht das Budget, das in die Mannschaft ganz einfach fließt. Das ist einmal wichtig, das festzuhalten, weil da werden in der Öffentlichkeit auch immer mit unterschiedlichen Definitionen gespielt. Und weil Sie immer auf die Erwartungshaltung ganz einfach mich ansprechen, ich weiß nicht, wie viele Aussagen Sie von meiner Person zur Zielsetzung finden werden. Wie gesagt, ich habe das ja, ein- oder zweimal am Beginn der Saison gesagt. Wenn du natürlich ja, zweimal knapp ganz einfach ja, das Ziel nicht schaffst, dann ist es klar, dass du versuchst, ganz einfach das im dritten Anlauf zu schaffen. Aber ich habe sicherlich die Erwartungshaltung nicht übergebührlich ganz einfach in diese Richtung befeuert, weil mir vollkommen klar war, dass du durch die Fallhöhe ganz einfach viel, viel höher wird und ich das Umfeld von 1860 ja auch zu 100% einschätzen kann. Ja, aber man muss ja auch sehen, 60 ist ja jetzt in Drittliga, spielt in der dritten Liga. Will man ewig bleiben und man hat auch ein Ziel aufzusteigen. Das ist ja wie in jedem anderen Beruf auch, dass man besser werden will. Klar, und dieses Ziel wurde ja auch vor der Saison ganz einfach ja, wurde ja auch so formuliert. Aber es ist nicht so, dass ich ja jede Woche oder ja, ganz einfach stetig dieses Ziel in den Vordergrund gestellt habe. Uli. Ich hätte mal eine kurze Frage zur Erholung. Wie schaut es denn personell für Sonntag aus? Gibt es ein paar Ausfälle aus Amoin, oder? Quirin ist erkrankt, ja. Und ja, bei Leo hat er eine Muskelverletzung. Da muss man sehen jetzt von Tag zu Tag, ob das reicht. Und Erik Thalig hat eine Fußverletzung, hat auch ja, nicht die gesamte Woche durchtrainieren können, hat jetzt Teile vom Training absolviert und man muss da von Tag zu Tag sehen und morgen ganz einfach ja, mit den beiden Jungs dann noch sprechen und abwarten, welche Teile sie morgen vom Training dann zu 100% absolvieren können. Vielleicht noch ein Wort zum Gegner?
Ja, momentan hast du ganz einfach den Eindruck, dass, und das ist sicherlich auch ein Teil der Wahrheit, dass wir ja ganz einfach unser größter Gegner selber sind. Ja, und das gilt es ganz einfach wieder umzukehren, weil ja, das ist psychologisch ganz, ganz wichtig, dass wir ganz einfach uns nicht nur mit uns selber beschäftigen, sondern ganz einfach ja auch Zuversicht haben und Vertrauen in die eigenen Stärken, in die eigene Qualität haben. Und wenn Sie mich konkret auf Verl ansprechen, dann ist Verl eine Mannschaft, die ja aus einem sehr, sehr geschlossenen Kollektiv heraus ganz einfach agiert. Wir haben heute mit der Mannschaft gewisse Videosequenzen uns angesehen, die kompakt, konsequent wirklich zu zehnt verteidigen, die gemeinsam sehr, sehr konsequent angreifen, die einen sehr, sehr kultivierten Fußball spielen, alles sehr viel spielerisch lösen wollen, von hinten heraus und auch übers Übergangsspiel. Und vor allen Dingen, ja, was sicherlich in Verl hervorsticht, ist diese mannschaftliche Geschlossenheit, sowohl im Defensiv- als auch im Offensivverhalten. Dann können wir das Mikro nochmal zum BR hintergeben und in der Zwischenzeit kann Olli seine Frage stellen, bitte. Gorenzi, Sie haben gerade gesagt, Quirin Moll ist krank. Ist es nicht so, dass er seine 50er gelbe Karte hat? Oder? Hat er, aber trotzdem ist er auch krank, wenn es um die personelle Situation geht. Er war im Training jetzt gestern und heute nicht. Ich hätte nochmal eine Frage zum gestrigen Abend. Wurde da auch über die Person Benjamin Laut gesprochen? Also meine professionelle Haltung ist, dass ich keine konkreten Details aus Sitzungen wiedergebe. Also das wäre ja von meiner Seite komplett unseriös, wenn ich hier Details nach außen gebe und da widerspricht ja jeder professionelle Haltung in meiner Position. Und dann noch eine Nachfrage. Gehen Sie davon aus, dass Sie gegen Halleschen FC auch noch auf der Trainerbank sitzen? Ich habe von gewissen Vorstellungen gesprochen, die ich habe. Ja. Und meine Vorstellungen gehen klar in eine andere Richtung. Aber wie gesagt, dafür müssen gewisse Voraussetzungen geschaffen werden, dass ich dann ja, Entscheidungen treffen kann in Verbindung mit meinem Kollegen in der Geschäftsführung. Thomas? Ja, nochmal zum Personellen ganz kurz. Sie sagen ja schon, Moll fällt aus, dann zwei Angeschlagene. Wie stehen denn die Chancen, dass ein Daniel Wein oder ein Marius Zwöll wieder im Kader stehen werden am Sonntag gegen Verl? Ja gut, es ist jetzt so, dass jede Woche ein anderer Spieler ausfällt aufgrund von Sperren oder auch jetzt aufgrund von der einen oder anderen Blessur. Und von dem her ja, gibt es sicherlich die Möglichkeit, dass die wieder zurück in den Kader kommen. Man muss aber, wie gesagt, morgen noch das Training abwarten. Ich muss jetzt abwarten, heute noch auch ganz einfach die Rückmeldung von den Physiotherapeuten, was das Training anbelangt. Und dann haben wir morgen noch eine Trainingseinheit und dann werden wir entscheiden. Fakt ist, dass wir eine hohe Kaderdichte haben und das auch ja, immer wieder sehr, sehr schwere Entscheidungen sind, selbst die Kaderentscheidung zu treffen. Und von dem her ja, wird wieder der ein oder andere leider nicht im Kader nominiert sein können, der auch voll fit ist und sich das auch verdient hätte. Aber das spricht ja für ganz einfach die Dichte, die wir im Kader haben. Ruben? Sie haben eben gesagt, dass die Mannschaft derzeit Ihr größter Gegner selbst ist. Kann man das aktuell nicht auf den gesamten Verein übertragen? Steht sich der Verein nicht gerade selbst im Weg? Das habe ich nicht gesagt, dass die Mannschaft der größte Gegner ist, sondern wir. Ja? Und mit wir meinte ich ja die ganze Erwartungshaltung und die ganze Drucksituation, die sich aufbaut und die ganze Stimmung, die sich aufbaut. Ja? Und das gilt es umzukehren. Das heißt, ich habe nicht gesagt, dass es ganz einfach der Verein ist oder dass es die Mannschaft ist, sondern generell, wenn du die Stimmungslage jetzt so wahrnimmst und noch einmal, ich glaube, dass die Spieler mehr lesen als ich oder ein anderer Spieler mehr liest als ich. Deswegen, ich habe mir das so angeeignet, dass du in gewissen Phasen ganz einfach dich nur auf deine eigene Wahrnehmung konzentrierst und nicht auf die Außenwahrnehmung. Wir haben ja schon oft gesprochen von Innenwahrnehmung und Außenwahrnehmung. Und ich konzentriere mich nur auf das, was ich selber wahrnehme. Und klar, ist momentan so, dass da ja, viele mit sich selber zu sehr beschäftigt sind. Ja, und das Ganze gilt es umzukehren. Und es geht darum, dass wirklich wieder ganz einfach wir uns den Gegner bekämpfen und nicht ganz einfach ja, intern oder im Umfeld oder ganz einfach jetzt zu sehr uns mit gewissen Dingen beschäftigen, die sicherlich für den Erfolg nicht förderlich sind. Thomas nochmal. Sie sprechen schon an, Verl, eine sehr kompakte Mannschaft, ich würde sogar eher sagen eine giftige Mannschaft, die auf dem ganzen Feld sehr aggressiv arbeitet, sehr aggressiv in die Zweikämpfe geht. Kommt es vielleicht den Löwen sogar entgegen, dass man dann den Kampf annehmen muss, dass man dann sich selber auch mit voller Intensität reinhauen muss? Ja, Fakt ist, dass du ganz einfach diese Intensität, ja, die Verl in ihrem Spiel hat, dass du die zu 100% annehmen musst. Und das ist ja das, was uns in Meppen nicht so gelungen ist. In Oldenburg, da haben wir über weite Strecken wirklich diese Intensität, diese Energie auf den Platz gebracht und die Meppen eben nicht. Und ob ich jetzt sage, es ist mannschaftlich geschlossen, ja, es ist kompakt oder es ist Intensität im Spiel oder es ist eine aggressive Mannschaft, das ist jetzt eine Formulierung. Aber wir meinen im Prinzip damit dasselbe und ich meine,
meine eben ja in der Ansprache ja meine Jungs, dass wir ganz einfach momentan die Intensität in unserem Spiel höher halten müssen. Ja, aber damit meine ich jetzt nicht nur mehr zu laufen, sondern ganz einfach auch, ja, auch sich mehr zuzutrauen. Ja, und ganz einfach ja, wenn ich mich mehr ganz einfach unterstütze und mehr anbiete und mehr ganz einfach Optionen biete, dann laufst du auf automatisch auch mehr. Ja, aber das nur auf das Laufen zu beschränken wäre mir zu einfach. Deswegen sage ich ja, es gilt physisch und psychisch mehr in die Waagschale zu werfen. Klar, mal eine taktische Nachfrage. Auf der anderen Seite ist Werl ja die Mannschaft, wenn ich es richtig im Kopf habe, die meisten Aktionen in der eigenen Box zulässt. Spricht das vielleicht für offensivere Ausrichtung am Sonntag und für welchen Stürmertyp spricht das? Ja gut, generell ist es schon so, dass wir von der Herangehensweise uns primär auf uns selber konzentrieren. Also ich bin kein Fan davon, das gesamte Spiel auf den Gegner auszurichten. Aber Fakt ist natürlich, dass gewisse Mechanismen, wie der Gegner das Spiel gestaltet, in der Vorbereitung des Spieltages schon eine gewisse Rolle spielen. Ja? Und sicherlich eine spielerische Mannschaft, die auch sehr spielstark nach vorne spielt, die immer spielerische Lösungen sucht, die ganz einfach lässt dann auch Räume zu. Aber entscheidend ist, ja, dass wir erstens einmal defensiv dagegen halten und dann auch diese Räume, die sicherlich geboten werden, dann auch nutzen. Und ja, das gilt es ganz einfach am Sonntag auf den Platz zu bringen. Christoph? Ja, nochmal kurz zum Trainer. Also die kolportierten Namen, die lesen Sie ja nicht. Deswegen nochmal ganz zurück. Sie haben am Anfang gesagt, Wunschvorstellung. Eine Wunschvorstellung gibt es. Deswegen nur zur Chronistenpflicht. Die Wunschvorstellung wurde kontaktiert und stünde auch bereit, oder? Es ist so, dass wir im Prinzip mit einer Longlist herangegangen sind und mit einer Shortlist. Ja, und ich mehrere Trainerkandidaten kontaktiert habe oder generell viele Trainerkandidaten kontaktiert habe, ob sie überhaupt zur Verfügung stehen würden für dieses Amt und sich dafür interessieren. Und wir dann Schritt für Schritt aufgrund eines Trainerprofils und das Trainerprofil wurde klar umrissen, dann ganz einfach ja nach unten selektiert haben und ich dann intensiver natürlich mit dem einen oder anderen Kandidaten, den ich mir besser vorstellen kann, ganz einfach für dieses Amt intensiver gesprochen habe. Ja. So, und jetzt bleiben ein, zwei Kandidaten über und da wird man sehen, ob das jetzt umsetzbar sein wird oder nicht. Aber wie gesagt, da geht es noch um gewisse Details und um gewisse Voraussetzungen, die dafür geschaffen werden müssen. Hallo. Ist der Typ Feuerwehrmann, warum war der jetzt nicht unbedingt ein Thema hier bei 60 München? Also einer, der kurzfristigen Erfolg möglicherweise garantiert. Ja, da wissen Sie schon wieder mehr als ich, dass der kein Thema war. Wie gesagt, wir haben die Dinge differenziert diskutiert und ich werde zu diesen Diskussionen keine Details nach außen geben. Aber wenn Sie sagen, ein Feuerwehrmann war kein Thema, dann wissen Sie mehr als ich. Im Finale. Ja, dann wissen Sie auch über das Finale mehr als ich. Wechseln wir nochmal. Ja, Sie haben ja gesagt, dass Sie, um den berühmten Anruf starten zu können, gewisse interne wirtschaftliche Voraussetzungen erfüllt und Freigaben erhalten werden oder erhalten müssen. Das heißt, Sie haben gerade gesagt, Sie haben Anrufe gestartet, diese Freigabe haben Sie auch erhalten vorab. Ja, es gilt rechtlich noch gewisse Dinge, ganz einfach Voraussetzungen zu schaffen, ja, aber beidseitig. Ja. Wie gesagt, es sind ja auch noch Details zu klären mit den Wunschkandidaten. Und ja, da wird man sehen, ob man auf final auf eine Lösung kommt. Das heißt nicht nur, dass wir ganz einfach intern noch ganz einfach Voraussetzungen schaffen müssen, sondern auch ganz einfach ja schon auch noch finale Details beidseitig geklärt werden müssen. Aber Sie werden ja die internen Voraussetzungen durchaus schon abgeklärt haben, bevor Sie Anrufe gestartet haben, schätze ich mal, nach Ihrer Aussage der letzten Wochen. Also ich werde keine Details zu 100% nach außen geben, das entspricht nicht meiner Haltung, aber es ist ja vollkommen klar, dass du natürlich vorab gewisse Dinge versuchst zu lösen, bevor du ganz einfach in gewisse Details gehst. Ruben nochmal. Ganz ehrlich, Herr Gorenzel, nervt Sie nicht, dass sich das alles so hinzieht? Ja gut, wenn wir von meiner Vorstellung sprechen, ja, dann habe ich gesagt, ich stelle mich als Interimstrainer zur Verfügung, bis die Situation geklärt ist. Ja. Aber dass ich nur einen bedingten Einfluss auf gewisse ganz einfach Mechanismen habe, das ist vollkommen klar. Und ich kann nur meine Wunschvorstellung ganz einfach ja, präsentieren, meine Wunschvorstellung ganz einfach positionieren. Aber wie gesagt, ich bin in meinen Entscheidungen ganz einfach ja, dann auch abhängig von gewissen Dingen. Und ja, ob mich das nervt, nicht nervt, ich habe eine professionelle Haltung. Meine Haltung und meine Lebenseinstellung ist prinzipiell die, positiv an die Dinge heranzugehen und aus den Voraussetzungen das Beste zu machen. Ja? Aber es war sicherlich nicht meine Wunschvorstellung, dass ich ja 4 Wochen oder 5, 6 Wochen am Platz stehe. Dann denke ich, ist für heute alles gesagt. Dann sage ich vielen Dank. Wir freuen uns auf das Spiel am Sonntag, zu dem es ausnahmsweise übrigens eine Tageskasse geben wird mit den letzten paar Tickets ab 11 Uhr. Da hoffen wir, dass die noch weggehen und dann große Unterstützung im Stadion ist. Und wir sehen uns dann am Sonntag. Dankeschön.